So Leute, nächste Folge, Arg aufs Maul. Wieder dabei mit dem. Wieder dabei ist der Balbo. Moin sehen. Au, ich springe mit dem Gesicht voran in die Spikes. Ja, brauchst du aber endlich eine schöne OP. Mhm. Ja, letzte Folge. Die geheime Lootkiste von Michael und Peck gelootet. Steht zwar so jetzt nicht in den Regeln, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich sag, wenn ich die Masse frage und die sagen, ja, pass auf, Loot sollte sich in der Base befinden, dass die das schon einsehen. Ich meine, jetzt müssen sie sich eh nicht mehr beschweren, weil jetzt die Kiste eh leer. Ist die Frage, ob die noch mehr davon haben. Kistenhand. Kriegst du das hin? Lass mich. Du kannst auch, hier, kleiner Tipp, ne, gehst rein, machst eine nach außen, eine nach innen auf. Ja, aber das wäre zu viel nachgedacht, ne? Muss nur die Ecke treffen, da. So, ich habe einen Revolver mit 150 Schuss gelootet. Ich habe 48 Granaten. Ich habe eine Flinte und 20 Schuss gelootet. Da waren noch Schlafsäcke und Öl drin. Das Öl habe ich gedroppt, weil ich konnte es nicht tragen. Ja. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, dann mache ich mal eben jetzt hier einen Schrank irgendwie mit Muni. Kommt jetzt einfach der Revolver noch dazu. Haben die sich da Notgroschen gesaved und ich stehe halt auf einmal random auf der Kiste vor mir. Ich bin auf der Kiste gelandet und denke auf einmal, Moment, warum mache ich denn einen Holzsound, während ich auf Stein lande? Was ist das denn jetzt? Oh, und dann stehe ich halt einfach auf deren Kiste und hab, lol. Wirklich random, ey. Ich packe mal ein paar Granis jetzt in die Ark aufs Maus, Missy, ne? Du das. Verteile die mal über so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wo unsere restlichen Granaten gerade sind. Ich habe nur noch 6 bei mir. Ich habe in der normalen Smithy liegen noch mal 20. Da liegen noch 20. Kommen die restlichen jetzt hier noch rein. Oh ne, ich pack die zu den Flinten. Ich will noch eine Runde Holz fahren, damit die Forges wieder brennen. Ich habe gerade noch ein bisschen gebaut. Garnis! Oh, hab's gehört. Auch in der Base. Ihr nervt. Okay. Das ist die einzige? Ich weiß nicht, wo sind die denn? Hier ist ein Player neben mir. Ja, ich muss die Tore noch. Ist gebollert. Tot, nee, Michael down. Loot down, was? Looten wir gleich. Gucken, ob Pac-Man noch irgendwo hier rumläuft. Hey! LOL! Scumbag ist in demselben Moment gestorben, what the fuck? Und Pac-Man ist auch tot. Pac ist tot, what? Hä? Was geht denn jetzt ab? What the fuck? Ich bin verwirrt. Guck mal, was Michael dabei hat. Hilfe! Hilfe, Mami! Ich bin verwirrt. Er hat 8 Granaten dabei. Ja. Und 500 Öl. Was geht jetzt ab? Wir haben einen Spectator. Wir wollen noch hin. Alter, aber habt ihr das gerade gesehen? Natürlich. What the fuck, Alter? Natürlich. Oh, der bringt mir sogar Holz ins Feld. Lol, Pac-Man liegt hier vorne. Hä, aber... Ja gut, Scumbag ist wahrscheinlich irgendwo anders verreckt, ne? Also... Lol. Lol, Alter. In dem Moment töten wir Michael, Scumbag schreibt tot und Pac-Man stirbt auch noch irgendwo in den Plans. It's confusing. Slody, ich habe gerade eine Notkiste bei Michael und Pac-Man gefunden. Ich war auf deren Spot spectaten. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Bin auf einer Kiste gelandet, hab nur deswegen den Sound der Kiste gehört. Guck rein, 50 Granaten, 150 Revolverschuss, ein Revolver, eine Flinte, 20 Schuss mit der Flinte, 1000 Öl, das Öl habe ich den Berg runtergeschmissen. Alles mitgenommen und die Kiste dann halt stehen lassen. Die haben halt auf ihrem riesigen Spot in den kleinen Fels halb eine Kiste reingestellt. Das, also, steht zwar nicht in der Regel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich sollte man das vielleicht nicht unbedingt machen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da muss man sich dann hinterher so ein bisschen. Da muss man dann hinterher nochmal drüber sprechen. Ja, weil du raidest und willst halt quasi den Loot aus der Base rausholen und suchst dir ja auch eh nur einen Sack aus. Im Endeffekt suchst du dir dann einen Sack raus und richtig. Im Endeffekt das ganze gutes, den guten, ganzen guten dann Stuff, verteil deinen den Stuff in der Base. Dann halt setz weg. Einfach 30 Kisten in die Base und tu ja, überall eine Flinte rein. Das haben richtig. Wir ja gemacht. So, und dann brauchst du jetzt keinen Notgroschen irgendwo hinsetzen, weil du musst quasi dir bewusst sein, was du lootest. Gerade hast du Pac-Man gelootet? Ich bin gerade dabei. Gut, aber das müsste man dann später in Regeln lesen. Genau, richtig. Machen wir nach der Aufnahme, machen wir nachher Session, ne? Richtig. Ich hab den so einen wichtigen Loot von meinem Loot. Lolli, kannst du nochmal kurz runter zu Ghost?
Aber natürlich! Okay, perfekt! Bis dann! Jo. Geht mir nicht ins Wort. Was? Was soll ich sagen? Michael hatte 500 Öl dabei. Ich denke, der hat das gesehen. Der hat das wahrscheinlich aufgehoben und hat sich dann gedacht, ja, YOLO. YOLO, wir rennen hinterher. Ja, mal eben beide abgezockt. Easy. Wie gesagt, wenn, also ich meine, die versuchen das jetzt immer weiter, die werden jetzt halt irgendwann sagen, ja, das ist irgendwie öde, bla bla, weil sie halt den ganzen Tag immer wieder nur versuchen, zu Fuß reinzukommen. Das haben halt Michael und ich letzte Staffel auch gemacht. Wir haben den ganzen Tag versucht, was zu Fuß zu reißen. Das klappt halt einfach nicht. Du musst halt eventuell mal einen Tame mitbringen. Wenn die jetzt einfach mal mit reichlich Grannys und zwei Tames unsere Rampe hochlatschen würden, dann müssten wir die erstmal davon aufhalten. Das ist richtig. So, ich habe auf jeden Fall noch ein paar Rüstungssets jetzt. Pack ich mal direkt in den Schrank. Der Schrank ist fast voll, GG. Der ganze Schrank ist voll mit Rüstungssets, da haben wir viel zu viel Loot. Pack die mal in die Ark of Small Bench. Da ist auch noch mal ein bisschen was drin. Helm, Brust, Hose, Handschuhe, Schuhe. Ja gut, wie lange haben wir noch die Folge? Noch 13 Minuten, also gedauert noch ein bisschen. Was kann man noch machen? Jede Menge Bolas abgegriffen. Hey. Bleib produktiv. Ja, ich musste eben den Loot einsortieren. Jetzt eben was essen, eben Fallschirme neu machen. Den neuen Bären level ich mal auf Melee Damage, wa? Ja, bitte. So. Das ist nämlich das Problem, wenn ich die Türen nach innen und außen öffne, dann komme ich da nicht durch. What? Boah, ich komme da gerade nicht durch. Okay, eigentlich nicht. Was fehlt mir jetzt für Fallschirme? Stroh. Okay. Das 500 Öl hast du mitgenommen, ne? Ja, sind das ein bisschen gelingt. Ich meine, die sind wahrscheinlich jetzt irgendwo, sagen dann, ja, wir sind getiltet oder so. Lol, der hat ja noch Rüstung an. Die sagen wahrscheinlich, ach, die Ferngläser können wir auch aufbewahren, ne? Werkzeug brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir haben eine Pike dabei, das hatte ich auch schon mal überlegt, ob das vielleicht gar nicht so eine dumme Idee ist. Wir haben denn tatsächlich Hosen und teilweise Hände zerschossen. Wir sind halt dann gleichzeitig verreckt. Ich meine, Michael kam außen, also ich meine, versuchen zu Fuß gegen Plants zu laufen. Das erste, was ich doch mache, ist, sie, wenn sie gesloat sind, eine safe Bola werfen. Ja. So, dann hingegangen, zwei Shotguns. Ich meine, der sieht mich nicht mal, wenn ich vor ihm stehe. Der kriegt ja gar nicht mit, was ich da tue. Keine Ahnung, wie Pac-Man da reingerannt ist. Wahrscheinlich sagen die jetzt, ja, keine Lust und bla und doof und keine Ahnung. Aber wir haben keine Kill-Meldung von dem bekommen. Doch, haben wir. Also von Pac-Man glaube ich nicht, aber von Michael, da stand, dass er durch eine Pflanze gestorben ist. Ich denke, dass Pac-Man irgendwie am Fallschaden gestorben. Der liegt vor unserem Eingang. Wie soll der denn am Fallschaden verreckt sein? Von wo soll der denn runterspringen, um auf einem Berg zu liegen? Da, wo die Leiche liegt, ist der auch gestorben. Vermutlich. Ich habe den nicht dahin gezogen. Die Leiche irgendwie hingezogen. Nö. Ich hab die da liegen lassen. Ich hab Hunger. Real Life oder Ingame? Real Life. Dann bestell dir das. Ja, ich hab noch was da. Machen wir gleich was zu essen nach der Folge. Ja, Shotgun ruled. Ja, keine Ahnung, ich hab den halt in der Luft abgefangen, mehr oder weniger schon. Der stand halt vor unserer Base, also da, wo Michael auch tot ist. Hab ihm einen Bowler gedrückt und direkt einen Shotgun-Schuss rein. Und Pac-Man, keine Ahnung, wie Pac-Man hier vor die Tür auf einmal gekommen ist. Ich habe auf einmal nur gesehen, dass da noch irgendjemand rumhüpft. Ja, ich bin verwirrt. Was machen wir jetzt auch nicht analysiert? Also sagen wir so, das war ein ganz schönes Selbstmordkommando, was die da gefahren haben. Ich weiß nicht, ob die dann einfach sagen, ja, jetzt ist es doch egal, weil die sich wahrscheinlich dann irgendwo abgefuckt fühlen, aber ich muss dazu sagen, wenn sie den ganzen Tag immer versuchen, hintenrum in die Base rein zu jumpen. Und nicht mal die Tür versuchen, weil sie. Ja, genau, die schmeißen irgendwo. Was haben die eigentlich kaputt gemacht? Haben die überhaupt was getroffen? Wooden Spike, Wooden Spike. Your tribe killed Michael. Zwei gegen Willis. Und keine Ahnung, wie Pac-Man gestorben ist. Guck mal, wo die Spikes kommen. Foto. Alles klar. Ja, hier hinten sind die Spikes im Arsch. Hinterm Klo. Hallo, die haben sich mal einen anderen Weg ausgesucht. Ja, die gehen immer woanders her. Ich sag die Suiciden jetzt, weil die raus wollen dann wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich muss ganz ehrlich sagen, dann sollen sie dich doch drei Tames hauen. Ich meine, 45er Tame kriegst du in jeder Folge, egal was du Tames kriegst, durch.
müssen sie einfach mal mit ein paar Tames hier ankommen. Also sie haben ja Bronto auch bei sich stehen. Gut, mit Bronto kannst du jetzt nicht viel anfangen. Auch, der hält viel aus. Die haben, glaube ich, auch nicht mehr viele Lebende. Die sind wahrscheinlich jetzt auch auf 3 oder sowas, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es nicht. Hier. Ja. Ne, die haben letztes Mal schon hier und da einen Lebenabzug gekriegt. Ich glaube, es wird natürlich nachher, also, keine Ahnung, ich... Scumbag scheint ja vorhin verreckt zu sein. Ich schätze mal, der ist nicht von alleine gestorben. Ich denke mal, der wird sich mit Ghost gekloppt haben oder so. Das ist genau das, was ich sagte. Michael und Peck versuchen zwar bei uns, ich bin wieder bei denen und wir snipen hin und her. Und wir letzten Endes, ich meine, das war jetzt von beiden kein richtiger Angriff. Ich gehe da hin, schieße Infiliomia an, guck, ob die da sind. Ich meine, ich schieße ja mit Absicht extra nicht auf die guten Lauftiere. Ich schieße ja nicht auf den Level 100 Terrorbird, sondern ich schieße auf den Level 32er Fiomia. Damit sie einfach nur sehen, okay, der will mich nerven, der will mich abfangen, beziehungsweise der will Stress. Ja, der will Stress. So. So. Was die alles, lasse ich ja letztes Mal, da habe ich mich auch übelst über ausgekotzt. Das hast du ja gar nicht noch gar nicht gehört. Das kommt ja noch in der Folge, da war Olli dabei, Jan. Da bin ich halt, weiß ich nicht, wir sind in 10 Minuten in der Folge, sind fast bei Kay im Dschungel angekommen. Der baut ja da, wo wir bei Tech Hunter gebaut haben. Hm. Und in dem Moment siehst du Megatherium tot, Diabier tot, noch ein Diabier tot, alles steht halt auf Passiv. Die haben halt einfach alles weggerippt. Teilweise, ja, weil es halt vor der Tür stand, dann sprengen die sich unten rein und klauen uns einen Dünger. Und wow. Ich mir dann denke, yo, alles klar. Das ist halt jetzt mehr als unnötig dann in dem Moment. Dann sollen sie halt richtig looten. Oder halt ein Tier töten und warten, dass wir wiederkommen. Und in der Sekunde, wo wir kommen, rennen sie weg. Kann man auch Improved Explosive Traps irgendwo rumlegen? Guck mal, was? Explosive Traps, die es gibt. Dann rennst du selber rein, genauso wie Alarmfallen. Ja, hinten an der Spike Wall oder so. Ja, die wird da, also glaube nicht, dass die gehen ja immer woanders hoch. Suchen sich immer neue Spikes aus, deswegen glaube ich nicht, dass das Sinn macht. Ich habe irgendwie 3 Steindächer gelootet von denen, ich weiß nicht, was ich damit tun soll. In unsere Strukturenkiste legen. Wollte ich gerade... Oh, Ausrüstung ist wieder top. Atlas verteilen. Unsere Base kriegt jetzt modische Accessoires, so wie die DSA-Base bei Dingens. Ja, die sah ja echt. Da wollte man fast drauf schießen. Hast du was gegen Kunst? Kann das weg oder ist das Kunst? Genau. Das ist meine die Frage. Meinung. Kunst oder kann das weg? Wie bei der Bugs-Folge. Ja, ja. So. Guck mal, haben wir doch noch eine sinnvolle Verwendung für die Wand hier gefunden? Ja, alles tutti frutti. So, was haben wir jetzt noch? 7 Minuten. Terrorbird hattest du ja schon abgeholt, ne? Der hat ja schon... Dingens. Wie sieht eigentlich meine Rüstung selber aus? Rüstteil ist angehettet. Kann ich auch nochmal eben reparieren. Was sagt der Timer? Er hat schon gerade gesagt, 7 Minuten. Ich war abgelenkt. Kannst du nur. Tut mir leid. Gucken, ob die Forges noch alle Holz haben. So. Noch ein Level Up. Ein bisschen Movement Speed. Bitte? Dachte, ich habe ein. Nein, ich habe einen Boden gekackt. Du bist Level 88. Uiuiui. Wie sieht's denn das aus? Soll ich noch irgendwas lol, die Forge ist halb kaputt. Oh. Ja, hab ich nicht überprüft. Und der Futtertrog hier ist auch fast im Arsch. Ja, das sind wahrscheinlich so Sachen, wo man nicht nachguckt, ob die. Ja. Hat's halt erwischt. Was ist hier eigentlich drin? Gar nichts. Cool. Warte, da sind Gabel drin. Ah! Hat er wieder einen gerissen. Du bist noch ganz. So. Aber wie gesagt, diese verteilte Plants hier, das ist halt richtig eklig. Die müssten sich halt jetzt irgendwie 50 Sticky Nades machen.
mit den Sticky Nets von außen einzeln die Pille abwerfen oder so und wir kriegen das halt in der Sekunde mit. Wir können halt, also. Ja. Wir könnten noch um die Klippe herum, wo ich gerade hier oben stehe, generell noch ein, zwei Plans mal bauen, wenn wir es übrig haben. Das hinten bei der Toilette. Ja, da auch, rein theoretisch. Überall oben auf den Steinklippen quasi. Überall, was halt von der Natur aus schon quasi eine Erhöhung gibt. Dass sie einfach überall immer so einen Schuss reinkriegen. Hier sieht man ja, dieser Slow, der ist halt insane. Das zieht halt richtig. Ja gut, ich denke mal, zum Suchen von Leuten kommen wir nicht mehr. Ich habe jetzt noch 4 Minuten. Forge und Futtertrog sind wieder repariert. In 4 Minuten schaffe ich es auch nicht bis zur Cam im Terrorbeton zurück. Da kann ich einmal hinlaufen, einmal gucken und sofort wieder zurückrennen. Ja. Was mache ich denn jetzt? Unproduktiv sein. Ja, ich merk's. Jetzt mal ernsthaft, was mache ich jetzt? Im Kreis laufen und warten, bis ich klappen kann. Weil mehr als. Ja, wir können aber Holz, Metall farmen. Metall farmen? Haben wir genug Holz? Ah, das kannst du auch machen. Ja, sonst pass auf, du farmst Metall, ich hole Holz. Ich hole schon mal 200 Holz. Ja, ich hole. Spikes! Hol Spikes, finde ich auch gut. Holen wir auch. We need the Pooh Bear. Hast du mir Land? Ich sag das mal mit Absicht, weil fast in jeder letzten Folge sind die lieben Error404 gefühlt noch am Angreifen, oder Kay auch manchmal, sind noch am Angreifen. Dann kommt Ende und sagen, ja, jetzt müssen wir noch in die Base laufen. Wir stehen halt dann schon hier und sind ready. Ich wollte gerade sagen, du stehst in der Base und denkst, boah, ich kann jetzt in der Zeit nichts machen. Ja, da reparierst du nochmal alle Rüstung und so weiter, aber das hast du meistens dann auch schon ready. Mein. Das Problem ist immer, wenn du hier in den Nachteil gerätst, es kommt halt jetzt. Wir sagen halt, die einen bunkern sich ein. Jetzt sitzen wir hier auf unserem Spot seit ein paar Folgen. Dann sagen die wahrscheinlich, ja, ihr bunkert euch ein. Dann versuchen die uns zu raiden. Dann wirst du dafür bestraft, dass du versuchst, Action zu machen. Zumindest sagen wir es so: Wir wären wahrscheinlich diese oder nächste Folge dann wieder bei denen gewesen. Nur jetzt haben die uns halt schon mal den Gefallen getan, sind nochmal zu uns gekommen und ich habe halt deren Loot gefunden. Die 50 Granaten hätte ich halt ganz gerne auf deren Base schon geworfen. Aber die haben dann zweimal zwei Steinhütchen, das wäre halt alles zerplatzt. Beziehungsweise, was ich jetzt machen würde, ich würde mit dem Bär gleich. Oder jetzt. Ist gleich. Nächste Session dann. Null. Leute, Pac-Man ist tot. Jetzt sollten sie aber echt rein. Ich meine, wie häufig stirbt Pac-Man normalerweise? Ich wollte sagen: Pac-Man und PvE tot. Oder normaler Tod. Alles klar, zwei Leben, da will einer ausscheiden oder was? Alles klar! Keine Aggression oder so! Schneller! Produktiv! Wo soll ich das Holz denn reintun jetzt? Fortschuss. Hier sind überall schon 200. Ich weiß. Hab ja gesagt. In allen Fortschuss sind 200 drin. Ja. Wo tue ich das denn rein? Die Fortschuss. Das muss ja nicht sinnlos durchbrennen, da kannst du es besser zum Bauen benutzen. Was soll ich denn bauen? Weiß ich nicht. Gut, dann tue ich jetzt nicht Fortschuss von mir aus. Wenn ich was zum Bauen brauche, nehme ich aus dem Fortschuss. Watch ist wieder los, sonst schicke ich dich wieder los. Ich weiß ja nicht. Watch ist in mein Holzlager. Ob ich das jetzt in das Missy liegen habe oder in Watches, das macht keinen Unterschied. Ja, das Ding ist, wenn Michael und Pac-Man weg sind, ne? Dann müssen wir halt jedes Mal laufen. Oh ja. Wird halt nochmal ein bisschen nerviger. Dann jedes Mal immer in den Dschungel zu rennen. Müssen wir mal gucken, ob wir uns vielleicht ein 2x2 Hütchen mit einem Bettchen mitnehmen oder sowas. Und irgendwo so ein kleines Lager aufbauen oder sowas dann. Keine Ahnung, macht eigentlich auch keinen Sinn. Ja, weil was hast du denn dann? Das Ding ist, wenn du dich halt viel in deren Richtung bewegst, dann klopfst du dich mit Kay und Scumbag eventuell und dann kommen halt Ghost und rennst zu deiner Base. Kannst halt erstmal wieder 10 Minuten zurückrennen und bis dahin haben sie halt alles getötet und alles gelootet. Ja. Da wirst du halt, oh, jetzt habe ich den Holzpacken. Vor allem, weil die Metall einfach
im Endeffekt dann schon ziemlich groß ist, auch wenn nur die Hälfte bisher da ist. Ja. Ich meine, viele Pflanzen hat man ja gerade gesehen, oder was heißt gerade, da wieder, vor 3-4 Folgen oder so, als wir die Pflanzenwand beseitigt haben. Viele Plants machen dann schon irgendwann Damage. Das ist ja nicht. Vor allem, wenn man halt nicht die Möglichkeit hat, vernünftig auf Leben zu skillen. Gut, wir hätten auch mit dem Rex hingehen können, der halt 6000 Leben hat, so, aber dann lass den mal einen Arcos Maul Launcher Schuss fressen. Ja. Der kriegt direkt einen rein. Also der droppt ja 1000 pro Tick wahrscheinlich runter. Ne, und keine Ahnung, es ist halt immer dann schwierig bei drei Leuten. Dann haben wir, vor allem wenn Ghost, Kay und ich sozusagen da wieder da sind, haben wir genau diese drei Teams, die das letzte Mal übrig waren. Jetzt ist leider so, dass halt die zwei Teams oder zwei Teams halt schon ausgeschieden sind, aufgrund von einmal keine Zeit und einmal, weil wir so nicht weitermachen wollten, weil das einfach zeitlich nicht geklappt hat mit den Leuten. Was sehr schade ist, zumindest für das eine Team. So, 2050 ist sogar schon. Hey, tot. Tot und Ende. Hey, jetzt geht's aber ab, ey. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Leben die alle sind. Schnauze. Alles klar. Ich parke mal eben noch die Bären, da haben wir wahrscheinlich erst noch 2 Minuten, bis der wieder da ist oder so. Ja, ich will noch nicht mit. Du bist gleich kacklow. Alles klar. Es ist halt, keine Ahnung, wir kloppen uns, die kloppen. Vor allem, wo sind denn Michael und Pac-Man jetzt gerade gestorben? Keine Ahnung. Sind die direkt wieder irgendwo anders rein, Suicider? Ich meine, die haben ja letztes Mal schon die Einstellung gehabt, was ich eigentlich etwas schade finde, dass sie sagen, ja, nö, ich renne da drauf und ja, nö, keine Ahnung, wir rennen eigentlich immer nur in die Base, um Sachen zu craften. Rennen die halt mit 2 Terabytes rum. Das ist genau das, was Michael und ich gemacht haben und das hat halt einfach letztes Mal nicht funktioniert. Jetzt hast du zwar den. Jetzt haben sie den Arcos Maul Launcher, aber den benutzen sie ja noch nicht mal. Wenn sie jetzt wenigstens mit dem Arcos Maul Launcher unsere Rex und Bären anschießen würden, ne? Aber auch die haben extra deswegen ja keine 2000 Leben. Damit die eben nicht so schnell draufgehen. Und diesen Arcos Maul Launcher, der ist halt lauter als eine Granate. Gut. Die haben noch nicht geschossen. Klingt wie eine Flare Gun. Ach so, okay. Also es ist ein Rocket Launcher, der einen Kompositbogenschuss schießt. Und sich anhört wie eine Flare Gun. Ey, du hast ihn doch schon mal auf den Testserver geschossen, oder nicht? Nein, ich habe ihn nur installiert. So. Sonst hier ist einer am Schrank, sonst nimm ihn in die Hand und schieß einmal. Nö. Wenn es dich interessiert. Ja, also wieder auf den Testserver machen. Nö, der hat halt auch ein Design, ne? Hier. Guck, der ist komplett schwarz und hat vorne auf der Spitze so dieses Arcos Maul Logo. Dick. Da hat jemand mit Copy-Paste arbeiten können. Ja, Copy-Paste. Ja gut, Leute, wir machen jetzt Abmod. Keine Ahnung, was die anderen noch so machen. Schaut bei denen auf jeden Fall vorbei. Ich denke mal, Kay ist gerade ein bisschen angepisst, weil er irgendwie von Rose getötet wurde. Ich habe noch kein Kommando gegeben. Kommando Pimperle, nee. Und aus dem Konzept gebracht. Ja, gut. Haut rein. Wie gesagt, schaut bei den anderen vorbei. Alles klar, ich schmeiß den Schneeball auf mich. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal fürs Aushelfen. Ich denke mal, er wird in der nächsten Session wieder am Start sein. Jetzt darfst du winken. Nein. Sehr schön. Und ja, macht's gut. Bis dann. Haut rein. Tschüss. Sorry.